Ich habe hier 65 Kästchen. Und diese 65 Kästchen stelle ich durch die Zahl 65 dar. Also, das heißt eine 6 in der Zehnerstelle. Und diese 6 Zehner kannst du auch hier unten sehen. Hier sind 6 Gruppen mit jeweils 10 Kästchen. Also das hier ist ein Zehner. Das hier ist ein Zehner. Und das hier ist ein Zehner. Und das hier ist ein Zehner. Das ist auch ein Zehner. Und der letzte hier hinten ist auch ein Zehner. Okay, also 6 Zehner. Und 65 hat auch noch eine Zahl in der Einerstelle. Das ist nämlich die Stelle hier rechts. Und zwar eine 5. Und die siehst du auch hier. 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen, die ganz alleine stehen. Also lass mich nochmal einmal das Ganze ein bisschen ausführlich aufschreiben. 65. Einer werden orange. 65 ist also das gleiche wie 6 Zehner plus 5 Einer. 5 Einer. Gut. Aber in diesem Video möchte ich noch was Interessanteres machen. Ich möchte jetzt von der 65 nämlich ein paar Kästchen abziehen. Lass mich die 65 nochmal hinschreiben. Die 6 in Violett und die 5 in Orange. Und davon ziehe ich jetzt, wie viel ziehe ich jetzt davon ab? Wie wäre es mit 40? Eine 4 in der Zehnerstelle und eine 0 in der Einerstelle. So, wie viel bleibt mir denn noch übrig von den 65 Kästchen, wenn ich davon jetzt 40 wegnehme? Also, ich nehme jetzt hier 4 Zehner weg. Mache ich einfach mal. Also, den hier nehme ich weg. Den nehme ich auch weg, den und den. 1, 2, 3, 4 Zehner weggenommen. Und ich nehme 0 Einer weg. Okay, das ist einfach, da brauche ich nichts machen. Also, wie viele Zehner und Einer bleiben mir jetzt noch übrig? Naja, ich kann erzählen, 1, 2, bleiben also 2 Zehner übrig. 2 Zehner. Und bei den Einern, ja, da ist nichts passiert, sind also immer noch 5 Einer. Plus 5 Einer. Also vielleicht hast du schon gesehen, hier steht jetzt eine 6 minus 4 macht 2. 6 Zehner minus 4 Zehner sind 2 Zehner. Und 5 Einer minus 0 Einer macht wieder 5 Einer. Ich könnte also auch schreiben, dass 65 minus 40 minus 40 ist das gleiche wie. Anstatt hier 2 Zehner zu schreiben, kann ich auch einfach eine 2 in die Zehnerstelle schreiben. Und statt hier plus 5 Einer zu schreiben, schreibe ich eine 5 in die Einerstelle. Also ist 65 minus 40 gleich 25. Weil ich habe 6 Zehner minus 4 Zehner gerechnet, das macht 2 Zehner. Und 5 Einer minus 0 Einer macht 5 Einer.